Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle. Und ihr seht, es geht weiter. Es geht weiter mit dem tollen Sprinter. Und das letzte Mal haben wir in zwei Teilen im Endeffekt die Harztech-Achsen eingebaut. Und ich habe euch ja gesagt, sobald ich mit den Reifen soweit bin, geht es auch gleich weiter. Hier steht er. Und er hat ein bisschen Technik diesmal wieder mit im Gepäck. Und zwar Technik in Form der Elektronik. Denn um die geht es ja heute. Ihr seht, die Reifen sind mit dran, die ich hier gedruckt habe. Und soweit auch schon eingebaut. Ich habe schon ein bisschen was ausgefräst. Zeige ich euch nachher alles im Detail nochmal. Und wir werden heute die Fahrregler einbauen. BEC, also UBEC Stromversorgung, den Empfänger. Ich habe die Fernbedienung hier mit dabei. Und ich zeige euch nochmal, was ich alles rausgeschnitten habe, damit ich den Lenkeinschlag hinbekomme, damit die Räder freies Spiel haben, damit es auch soweit alles passt. Die Kabine habe ich auch ein bisschen nachgearbeitet, damit die auch hier schon sitzt. Und das zeige ich euch alles, aber im Näheren. Ich hole euch mal hier mit dazu und dann legen wir auch schon los. Bevor wir nun an den Einbau und das Löten der Elektronik kommen, zeige ich euch mal das Modell, so wie es jetzt momentan aussieht. Und bevor wir auch zu den schon vorhandenen und bekannten Komponenten kommen, ihr seht, ich habe hier was ganz Tolles in meiner Kruschelkiste gefunden, habe ich irgendwann mal bestellt. Ich habe hier eine Seilwinde eingebaut, die passt wunderbar und ganz hervorragend hier vorne rein. Und ist nicht mit der Kabine verschraubt, sondern mit dem Fahrgestell. Ich nehme jetzt mal die Kabine hier runter. Ihr seht jetzt hier, was ich nochmal weggeschnitten habe, sind hier unten diese Teile, die Stege, denn die würden normalerweise hier in tiefer ins Fahrzeug gehen. Das geht jetzt nicht. Wir haben ja hier diesen Hilfsrahmen, der bei der Achse mit dabei war, eingebaut. Das heißt, das musste weg. Die restlichen Sachen sind noch da geblieben. Und bei der Stoßstange selber habe ich nur hier die Ecke wegnehmen müssen. Ansonsten ist hier noch nichts ausgeschnitten. Musste nichts ausgeschnitten werden für den Lenkeinschlag. Und hier die Sachen für die Seilwinde, dass da vorne diese Umlenkrollen Platz finden. Ansonsten ist die Kabine noch so, wie sie vorher war. So, die Seilwinde ist absolut hervorragend. Die hat ein Metallseil mit dabei, der Motor ist verbaut. Ich verlinke es euch mal unten, wo bzw. welche Seilwinde das ist. Liegt um die 30 Euro rum. Und ich habe die Kabel weggemacht. Ich werde meine Kabel selber natürlich wieder hinlöten. Und ist von unten verschraubt. Und passt, wie gesagt, hier wunderbar rein. In der letzten Folge habt ihr es schon gesehen, ich habe hier die Kotflügel rausgenommen. Die sieht man im Normalfall sowieso nicht. Also nur, wenn ich von unten ins Modell gucke. Deswegen, da werde ich gucken, ob ich die noch dekorativ irgendwo dann anbringen werde oder anbringen muss. Aber momentan brauche ich sie nicht. Momentan sind sie jetzt erstmal rausgeflogen. Das heißt, hier habe ich das entfernt. Dann habe ich hier diese Stücke angeschrägt. Hier und hier, damit wir hier diesen wahnsinnigen Lenkeinschlag bekommen. Und ich zeige euch das mal so, sieht es jetzt momentan aus. Das heißt, ich stehe hier vorne knapp an und ich stehe hier hinten knapp an. Funktioniert in beide Richtungen. So, wenn ich den Servo immer zwinge, dann mag er das nicht mit dem Drahtstück. Ist nichts ganz so fest. Jetzt so rum. Also funktioniert in die andere Richtung ganz genauso der Lenkeinschlag. Bin ich also hier und hier. Absolut top. So, was ich euch auch noch zeigen möchte, ich habe es im anderen Video am Schluss nochmal gezeigt. Ich habe also einmal das Lenkgestänge nach unten, also sprich nach hinten, so wie es sich gehört. Und ich bin jetzt hier beim Servo auf die dritte Bohrung von diesem kleinen Servohorn gegangen und dann läuft es gerade so drüber. Man kann das Drahtstück natürlich noch ein bisschen nachbiegen, damit es auch wirklich ganz sauber darüber läuft. Bei den Hinterreifen, die laufen hier wunderbar schön in den Radkasten rein, sind immer noch pendelnd aufgehängt. Und hier sieht man es von innen, ich habe den von innen hohl gemacht, damit, wenn er jetzt einpendelt, nicht innen drin oben dagegen stößt. Er stößt jetzt momentan oben an, ich habe es schon mal ein bisschen getestet, ist beim Fahren kein Problem. Sollte es ein Problem werden, werde ich einfach den Weg hier begrenzen, dann kommt hier eine Schraube rein, damit er nicht ganz so weit einfedert, weil der Federweg, der ist natürlich schon enorm. Also wir haben jetzt hier über einen Zentimeter, wo er sich bewegen kann. Und ob ich das dann so im Gelände brauche,
weiß ich nicht. Er hat jetzt auch nicht unbedingt die wahnsinnige Last, die er trägt. Mal gucken, ob das so passt. Ansonsten muss ich hier nochmal nacharbeiten. Genau, das waren die Ausschneidarbeiten. Wie gesagt, relativ unspektakulär. Wenn hier diese Radkästen nochmal da dran kommen, wird nochmal ein bisschen mehr weggeschnitten werden müssen. Aber so ist der aktuelle Stand. Die kleine Seilwinde ist eingebaut, der Lenkservo steckt schon drin. Ausgeschnitten ist alles. Und jetzt können wir dann an die Elektronik gehen. Und dafür habe ich euch auch ein paar Sachen dabei. Ich zeige euch das einmal kurz. So kommen die Modellbauregler an, wenn ihr diese Easy-Regler bestellt. Das ist der Regler. Hat auf der einen Seite kommt Servoanschlüsse, auf der anderen Seite kommt Motor und Akku. Es sind die Kabel mit dabei, die Servokabel. Und es ist einmal eine Bedienungsanleitung, wo nochmal die ganzen Sachen draufstehen. Und hier auch mit Bild, wie es, wo was angelötet wird. Also, völlig einfach. Die Lötpunkte sind auch wirklich groß. Also es ist kein SMD-Löten, wo ich sage, da brauche ich die Pinzette und Lupe. Klar, wenn ich jetzt so einen Grobmotoriker Riesenlötkolben von Anno dazumal habe, der so ein Fingerdick ist, werde ich mir vielleicht schwer tun, aber mit einem normalen Lötkolben sollte das auch schon funktionieren. Das habe ich mit dabei. Dann habe ich schon gesagt, Fernbedienung, eine FlySky FSI 6 in diesem Fall mit 6 Kanälen. Und ich habe schon ein bisschen Kabel und so zusammengepackt, was wir hier jetzt alles brauchen. Empfänger zur Fernbedienung, ein Ausschalter haben wir mit da. Dann zum Anschluss vom Strom ein UBEC-Regler für die Stromversorgung vom Empfänger. Und der Servo kriegt ja den Strom auch vom Empfänger. Das ist die Belegung von den Kanälen. Ein paar BEC-Stecker für die einzelnen Motoren, Akku und so weiter. Und ein paar Kabel für die Regler. Die habe ich soweit schon mal gekürzt, dass wir die dann da haben, wenn wir sie brauchen. Genau. Das heißt, wir werden jetzt hier dieses ganze Zeug verbauen und können dann auch schon zur ersten Testfahrt übergehen. Und dann richte ich jetzt das Lötzeug her und dann werden wir dieses ganze Zeug mal einbauen. Ich hoffe jetzt mal, dass ich alles soweit hergerichtet habe, was wir jetzt für unsere Arbeiten brauchen. Sollte ich feststellen, dass was fehlt, hole ich das natürlich nochmal schnell. Aber ich glaube, wir haben soweit alles. Ich habe hier mal Kabel hergerichtet. Hier sind unsere beiden Fahrregler. Ich habe sie mit der Seite für die Motor- bzw. Akku-Anschlüsse nach oben gelegt. Und jetzt bereite ich schon mal die Anschlüsse vor. Das sind jetzt die Kabel, die im Endeffekt nachher unsere Fahrregler mit dem Akkustrom versorgen. So. Bisschen kürzer. Und auf der anderen Seite kann ich im Endeffekt auch schon soweit vorbereiten. Und dann mache ich auch einen. Löte ich auch ein bisschen die Kabel zusammen bzw. fest, damit wir die nachher schön in die Klemme reinbekommen. So, hier mache ich auch einen kleinen Lötpunkt hin. Jeweils außen kommt Akku hin, also von links nach rechts ist Akku plus. Ganz rechts außen ist Akku minus, auch links außen Akku plus, rechts außen Akku minus und innen drin ist genau umgekehrt. Wir haben Motor minus Mitte links und Motor plus Mitte rechts. Also jetzt machen wir zuerst mal die Stromversorgungsleitungen hin, sprich plus nach links. Minus nach rechts. Anderen natürlich genauso.
Und einer von den beiden Reglern wird für das Fahren. Und hier habe ich einfach zwei zusammengenommen. Das heißt, die hier kommen an den Regler und die hier kommen dann später an die Motoren. Oder mache ich es andersrum? Ich schaue gerade mal. Wir machen die hier an die Motoren, glaube ich. Drehen wir genau um. Das heißt, wir machen jetzt hier diese zwei Anschlüsse direkt an den Regler hin. Brauchen wir jetzt nicht endlos lang machen. So. Oder nicht. Na? Jetzt da. Einmal ein bisschen verdreht und schon geht die Einstellung nicht mehr. So, also, das heißt, wir haben einmal für die Frontachse den Anschluss und eben einmal für die Hinterachse. Und die machen wir jetzt hier einmal zusammen. Plus und Minus. So. Und das gleiche machen wir jetzt hier auch. Und wie gesagt, hier haben wir es genau umgedreht. Das heißt, wir haben links Motor Minus und rechts den Motor Plus Anschluss. Bei dem anderen funktioniert es im Endeffekt genauso. Das wird jetzt der Anschluss für die Seilwinde. Schauen wir mal, wie lang die Kabel hier sind. Hier nehmen wir nicht ganz so viel weg. Ja, hier nehme ich jetzt erstmal gar nichts weg. Wenn ich weiß, wie ich die Kabel lege, kann ich es immer noch mal aufmachen und kürzen. Dann auf der anderen Seite kommt die Servoleitung hin, Servoanschluss. Und nachdem ich alles relativ kompakt hier vorne unterbringen möchte, schneide ich hier auch ein gutes Stück weg. Ich mache es mal maximal so lang, dass ich vielleicht in so einen Seitenkasten kommen würde. Ja, machen wir es mal so, die Länge. Und hier haben wir immer Signal. Signal ist immer weiß oder orange von den Kabeln her. Dann haben wir Plus, ist immer das Rote in der Mitte von den Kabeln. Und dann haben wir Braun oder Schwarz, das auf der anderen Seite, das ist die Minusleitung von dem Servo-Anschluss. Also orange oder weiß ist die Signalleitung. Und die anderen zwei sind Plus und Minus. Auch ein bisschen Blödsinn drauf. Schauen wir mal, hier ist schon ein bisschen was drauf. Ja. Ja, da ist schon ein bisschen Blödsinn drauf. Das passt. Und hier auch gemäß der Anleitung. Das spiegelt furchtbar. Gell? So. Hier auf dieser Seite sind wir. Das heißt, links hinten kommt das Signalkabel hin. Das ist der Anschluss, der nochmal so einen Baustein mit auf dem Lötpunkt drauf hat. Dann kommt Plus. Und dann kommt Minus. Sieht dann so aus. Wo ihr aufpassen müsst, ist, dass wir hier jetzt keine Lötbrücken aus Versehen erstellen. Schau jetzt gerade mal, drüben sind wir gefährlich nah dran, ist jetzt nicht direkt dran, aber hier hängt ein Aderchen oder ein Drähtchen zur Seite weg.
Machen wir lieber weg. So, jetzt ist auf jeden Fall sauber. Also das heißt, wir haben auf dieser Seite hier die Servoleitungen und auf der anderen Seite hier Akku Plus und Minus und in der Mitte die Stromversorgung, die zum Motor, oder besser gesagt in diesem Fall zu den Motoren geht. So, das wäre mal die Nummer 1. Das ist also der Fahrregler fürs Fahren. Ich packe die mal ein bisschen ein, damit die geschützt sind, wenn sie mal irgendwo anders drauf kommen oder mal ein Kabel locker wäre oder sowas. So, das ist Fahren, das ist Kanal 3 im Übrigen. Hier, ich schreibe das da auch immer noch mal drauf. Dann weiß ich das, wo ich das einstecken muss. So, haben wir die andere Leitung hingeschmissen. Hier. So. Den zweiten Regler löten wir genauso. Gucken. Jetzt will er. Also hier das gleiche Spiel, alle drei Kabel hier schön anlöten. Wenn es einem zu frickelig wird, kann man gerne, also es gibt einmal den Regler auch mit Kabeln, die schon angelötet sind im Shop. Müsst mal gucken. Und alternativ, ihr könnt ja auch eine Pinzette dazu nehmen. Ich bin nicht multitaskingfähig, ihr merkt das. So. So. Ja, Herrschaft. Machen wir nochmal ein bisschen Lötzinn drauf. Will das nicht so, wie ich das will. Aber jetzt, oder ihr nehmt eine Pinzette zur Hilfe, um das hier anzuhalten. Ist auch gar kein Problem. Jawohl. So. Der ist auch fertig. Alles angelötet, hält auch. Also hier genau das gleiche Spiel. Wir beschriften auch das hier. So ein bisschen Isolierband außenrum. Und dann ist das Kanal Nummer 2. Das ist die Seilwinde. Das ist eine 6-Kanal-Fernbedienung übrigens, aber wir brauchen ja noch viele Kanäle für die vielen Lichtschaltungen. Also, wir haben hier unseren Empfänger. Wir haben Fahrregler Nummer 1. Wir haben Fahrregler Nummer 2. Hier machen wir jetzt schnell den Papa weg. Und dann passt das auch schon. Dann können wir nämlich nachher auch gleich am Modell den Rest einlöten. Ich schmeiße das mal zur Seite, braucht kein Mensch. Den Schalter, an Ausschalter, den wollte ich relativ versteckt haben oder beziehungsweise nicht im Chassis oben drin haben, in der Kabine drin haben, denn ich will es ja so betreiben können, ohne dass ich jetzt dauernd den Kabel abstecken muss. Das habe ich nachher mit den Lampen schon mehr als genug. Deswegen habe ich mir jetzt hier unten den Platz rausgesucht, da habe ich rausgedremelt. Jetzt mal hier an der Seite und da baue ich den jetzt hier ein, den Schalter. Dann brauchen wir die Kabel dafür. Und ich mache das so, dass ich einmal das Pluskabel jetzt hier durchführe. Und zwar vom Akku kommend im Endeffekt. Das ist also einmal das erste Kabel. Das löten wir auch gleich an. Dann noch ein Kleckschen.
Ja, andersrum wäre es wahrscheinlich leichter gegangen. So. Das heißt, wir löten jetzt einmal das Pluskabel hier hin. Hält. Und jetzt brauchen wir noch ein Pluskabel, das im Endeffekt von hier wieder zurückführt. Das hatte ich auch irgendwo hergerichtet. Da. Ich wusste, es versteckt sich irgendwo. So, heißt, wir haben jetzt hier einmal das Pluskabel. Das kommt dann auch im Endeffekt mit an unsere Klemme. Löten wir auch hier fest und stecken das ganze Kabel hier wieder zurück. Dann ist der Stecker auch schon fertig. Also Plus haben wir hier durchgeschleust und hier haben wir also jetzt sozusagen kommend Plus und Minus. Ein bisschen größer und das kommt jetzt in unsere Klemme. Brauchen wir ein bisschen Schraubenzieher dafür. So. Und Strom brauchen jetzt einmal hier unsere Fahrregler und einmal unser BEC-Regler. Und der BEC-Regler, den brauche ich sowieso immer, während ich bei den Fahrreglern ja oft ein- und ausstecke oder auch mal umbaue. Deswegen mache ich jetzt hier direkt auf die Seite des Akkus den BEC-Regler mit rein. Könnte man im Endeffekt auch gleich zusammenlöten. Dann haben wir auf jeden Fall immer den Empfängerstrom sicher. Ich habe mich jetzt wieder für die Klemme übrigens entschieden, weil es kommt ja noch viel Licht und es kommen noch andere Funktionen. Und ich werde unter Umständen hier natürlich noch öfters mal umbauen müssen, damit das alles funktioniert und alles passt. Deswegen, und da kann ich immer relativ schnell einfach aufmachen, Kabel rein, Kabel raus, nochmal einen Fahrregler dazu oder noch ein Lichtmodul dazu oder ähnliches. Also wir haben hier Batterie, wir haben hier unsere Stromversorgung und jetzt kommen wir zu den 1000 Kabeln, die wir hier noch im Modell haben. Das heißt, ja, das kommt. Wir haben jetzt hier einmal Motor rechts und wir haben einmal Motor links. Genauso das gleiche haben wir auf der Seite auch. Und ihr aus dem letzten Video wisst, ich habe Plus auf Plus und Minus auf Minus überall gleich gemacht. Das heißt, wir entscheiden uns jetzt dafür, dass wir auf einer Seite Plus ist auch Plus und auf einer Seite Plus ist nicht Plus machen. Ich nehme jetzt die linke Fahrzeugseite, Plus ist auch Plus. Und auf der anderen Seite sage ich, auf der rechten Seite sage ich, Plus ist Minus. Bedeutet, dass ich also hier von hier das Minus und das Pluskabel zusammenlöte. Und ich mache die jetzt, ich will die Kabel noch nicht feste verlegen, deswegen löte ich das direkt dort jetzt einfach mal mit einem Stecker zusammen. Irgendwo habe ich noch Schrumpfschlauch drüber zum Schutz. Also ich werde die Kabel nochmal abzwicken mit Sicherheit und nochmal verlöten, wenn ich dann weiß, wo welche Kabel hin müssen. Bloß wie gesagt, ich will ja unter Umständen nochmal irgendwo vielleicht eine Box an die Seite oder beziehungsweise was am Chassis verändern. Und wenn ich die Kabel dann schon fest verlegt habe, tue ich mir dann natürlich dementsprechend schwer. So, wir haben jetzt von der linken Seite das Plus. Das heißt, ich gehe jetzt hier auch mit dem Pluskabel drauf von meinem Stecker. Das heißt, ich habe jetzt von der einen Seite das Pluskabel und von der anderen das Minuskabel genommen. Und genau andersrum machen wir es jetzt hier auch. Das heißt, wir nehmen das Minuskabel und löten es an das Pluskabel der anderen Seite.
Und somit erreichen wir das, dass die nachher, trotzdem, dass sie andersrum eingebaut sind, in die gleiche Richtung laufen. Theoretisch. Das wäre also jetzt der Anschluss für die Hinterachse. Und das gleiche machen wir jetzt hier vorne auch. Das heißt, wir machen Plus auf der linken Seite und das Minuskabel auf der rechten Seite ist gleich das Plus. Und auch hier müssen wir jetzt aufpassen, dass wir das genauso machen wie hinten. Das heißt, wir haben von links das Plus, bleibt Plus. Und hier auch links Plus, bleibt Plus. Denn sonst läuft die eine hintere Achse nach vorne und die andere nach hinten. Das wäre natürlich dann wieder völliger Käse und funktioniert dementsprechend natürlich nicht. Deswegen müssen wir das hier auch berücksichtigen nochmal. Also wir haben von links Plus, heißt wir müssen auch an unserem Stecker das Plus hier hin machen. Und wir nehmen hier von rechts das Plus und von links das Minus, wird dann zu Minus. Das zieht noch ein bisschen ab, schaut furchtbar aus. Wieder Schrumpfschlauch drauf. Und das Minus anlöten. Das ist also die Vorderachse. Hinterachse haben wir mit einem Haufen Kabelgewirre jetzt. Und dann machen wir jetzt noch hier an die Seilwinde den Anschluss hin. Wie rum ich das mache, ist eigentlich egal, denn ich kann das ja an der Fernbedienung umdrehen. Aber wir machen jetzt Plus ist Plus und Minus ist Minus. Das kann ich mir auch gut merken. Und dann weiß ich das auch, wenn mal irgendwo was wäre oder wenn ich das umlöten muss oder so. Jawohl. Das hält auch. Und jetzt kann man eigentlich schon alles mal einstecken. Heißt, wir nehmen hier unsere zwei Hinter- und Vorderachsen. Das ist dieser Fahrregler, der die zwei Stecker hat. Steckt man einfach ein. Und wir haben hier vorne unsere Seilwinde. Gut. Strom brauchen wir auch. Das heißt, wir holen uns jetzt hier noch die Stromkabel unserer Regler. Und schließen die auch noch hier mit an. Wie gesagt, hier werden nach und nach natürlich jetzt noch die anderen Module dann auch immer mit angeschlossen. So, hoffentlich hält's. Aber das sollte passen.
Das Einzige, was wir jetzt brauchen, aktuell, ist einmal die ganzen Anschlüsse, die jetzt noch in den Empfänger kommen. Wenn ich ihn finde, der hat sich hier unten versteckt. Das heißt, wir haben jetzt hier einmal die Lenkung. Das ist Kanal 4. Wir haben die Batterie. Kann ich bei Batterie einstecken, kann ich aber irgendwo anders einstecken. Das spielt hier keine Rolle. So. Dann haben wir hier Kanal 3 für das Fahren. Und wir haben Kanal 2 für die Seilwinde. Ich habe die Seilwinde jetzt mal nicht auf einen Schwarz-Weiß-Kanal, sondern auf einen normalen Proportionalkanal gelegt, denn ich will ja die auch feinfühlig anfahren können. Und klebe das Ganze jetzt mal ein bisschen fest, damit uns das bei der Probefahrt jetzt nicht irgendwo davon rüttelt. Denn genau um das geht es jetzt. Wir wollen testen, ob es läuft oder ob wir etwas verändern müssen. Ich klebe das jetzt einfach wirklich ganz schnell hier bloß hin. Steckt mir hier rein. Was wichtig ist, ist, dass hier vorne die genug Kabel vorhanden sind für die Lenkung. Denn das braucht ja dementsprechend ein bisschen Spiel. Dann holen wir uns mal die Fernbedienung. Ach, am besten wir... Schauen wir mal, reicht der? Wir setzen den mal auf einen Klotz. Vielleicht noch auf einen zweiten. Ah, so, so geht's. Perfekt. Damit es frei läuft und uns jetzt nicht gleich davon rast. Fernbedienung an. Modell an. Er pfeift. Klingt gut. So. Fahren. Super. Lenkung geht nicht. Wo haben wir die Lenkung hingelegt? Ah, Seilwinde. So. Die Lenkung mag er nicht. Warum mag er die Lenkung nicht? Haben wir die falsch eingesteckt? Tatsache. Also, machen wir nochmal schnell aus. Die Lenkung ist auf der 4. Und dann sollte sie auch funktionieren. Also, wir probieren es ein zweites Mal. Wunderbar, oder? Also fahren geht und Lenkung geht auch. Sie ist noch in die falsche Richtung. Das heißt, wir müssen hier Lenkung läuft, fahren läuft. Die müssen wir ein bisschen begrenzen, aber sonst tipptopp. Seilwinde geht. Ich verpacke das Ganze noch mal ein bisschen und dann drehen wir mal die erste Runde. Und schon ist der fahrfertig. Wahnsinn, oder? Habt ihr gesehen, wie toll der sich fährt? Hier kommt er nochmal. Wir haben die Achsen eingebaut. Die Reifen sind drauf. Ich muss ein bisschen den Lenkeinschlag einstellen. Aber ansonsten, ich bin absolut happy. Er fährt alles bestens. Die Achsen funktionieren wahnsinnig gut. Der Lenkeinschlag ist der Hammer. Ja, ich hoffe jetzt, dass ich an der Kabine nicht mehr noch so viel nachschneiden muss, beziehungsweise dass ich das nachschneiden kann, ohne den Lenkeinschlag nochmal zu verkürzen, denn so wie er ist, ist er einfach super. Achsen drin, Elektronik ist komplett eingebaut. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich die hier vorne irgendwo unterbringe.
Ich stelle dann auch auf Fotos ein und so weiter. Die Seilwinde funktioniert. Also das ist ja mit eins der besten Sachen überhaupt, die mir gefallen. Diese kleine Seilwinde hier vorne. Und die hat richtig Dampf. Also die hat richtig Kraft. Mal testen, was die so alles zieht. Wobei natürlich das Modell selber auch irgendwo seine Begrenzungen hat. Denn wir haben natürlich hier jetzt nicht ultimativ das schwere Modell. Ich habe auch nicht vor, das dann dementsprechend auszubleien. Denn die kleinen Motoren müssen es ja auch noch bewegen. Ich guck mal, was jetzt als nächstes kommt. Ich bin schon mal dran. Ich habe angefangen mit der Beleuchtungsgeschichte, was ich hier alles brauche, was ich alles haben will. Bin hier fleißig am Suchen. Ein paar von euch haben mir auch schon Ideen geschickt, wo man was beziehen kann, was man hier machen kann. Ein paar Sachen habe ich mir auch so schon mal zusammengebastelt und zusammengesucht. Und sobald ich jetzt hier mal eine Auswahl an Möglichkeiten habe, geht's weiter. Ich freue mich drauf, wenn ihr wieder mit einschaltet. Abonniert meinen Kanal. Ihr findet auch Infos wie immer auf meiner Seite www.rc-bruderbaustelle.de und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich freue mich!